Mein Name ist Dannis Danonik. Ich bin Rechtsanwalt in Wien und unter anderem spezialisiert auf Datenschutzrecht. Und ich bin seit dem 25.05.2018 der externe Datenschutzbeauftragte der Universität Wien, gemeinsam mit meinen Kollegen aus Deutschland, also in wechselseitiger Stellvertretung mit eben dem Herrn Dr. Kienast. Die wichtigsten Aufgaben des Datenschutzbeauftragten, den Datenschutz im Unternehmen oder speziell hier an der Universität Wien hochzuhalten. Ja, das bedeutet, dass der Datenschutz auch von allen Institutionen, Dienstleistungseinrichtungen, Fakultäten und Studierenden natürlich auch eingehalten wird. Ja. Die wesentlichen Punkte, die da vom Datenschutzbeauftragten gemacht werden müssen, sind vor allem die Beratung im Datenschutz. Wir sind eine unabhängige Stelle oder ich bin eine unabhängige Stelle. Das bedeutet, wir sind weisungsfrei und es kann sich auch jeder Studierende oder jede Studierende an uns wenden, wenn sie datenschutzrechtliche Fragen hat. Schulung ist auch ein wichtiges Thema. Wir sollen an allen möglichen Institutionen, an Fakultäten, Dienstleistungseinrichtungen oder im Gesamten an der Universität Wien Schulungen durchführen und nicht jetzt nur eine Schulung seit Inkrafttreten der DSGVO, sondern monatliche Schulungen, damit eben die Studierenden, die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter, die Lehrenden auf dem neuesten Stand im Bereich des Datenschutzes sind. Ja. Weiters ist es auch notwendig, dass wir in Verbindung mit den Aufsichtsbehörden oder in Österreich mit der Aufsichtsbehörde sind, wenn es Fragestellungen gibt seitens der Aufsichtsbehörde oder wenn es Beschwerden gibt, ja, was ja immer mal vorkommen kann. Selbst wenn die Universität alles richtig macht, kann es sein, dass sich wer beschwert und man muss entsprechend mit der Behörde in Kontakt treten, beziehungsweise die Behörde kann sich dann in Fragestellungen für Stellungnahmen an den Datenschutzbeauftragten wenden. Es gibt noch weitere Themen, die der Datenschutzbeauftragte zu tun hat, aber das sind einmal die wesentlichen Punkte. Also grundsätzlich ist es ja verpflichtend, dass der Verantwortliche, das ist die Universität Wien, das ist eben der, der für die Datenverarbeitung verantwortlich ist im Sinne der DSGVO, muss er den Datenschutzbeauftragten über alle datenschutzrechtliche Prozesse informieren. Und das bedeutet in weiterer Folge, dass auch der einzelne Forscher in der Regel den Datenschutzbeauftragten zu informieren hat, dass es sich hier um ein datenschutzrechtlich relevantes Thema handelt. Und das soll möglichst früh passieren, damit eben der Datenschutzbeauftragte entsprechend beraten kann. Wie macht man das am besten? Ja? Welche Rechtsgrundlage ist da heranzuziehen? Benötigt man beispielsweise eine Einwilligung? Wie lang kann man diese Daten aufbewahren? Wie lang kann man diese Daten speichern? Also deswegen möglichst bald, ja, aber natürlich bitte erst, wenn klar ist, welche Daten auch verarbeitet werden, weil das weiß der Datenschutzbeauftragte nicht. Ja, er muss natürlich diese Informationen erhalten und erst, wenn ihm klar ist, welche Daten sollen da verarbeitet werden, kann er auch entsprechend die Forscherin oder den Forscher beraten. An der Universität Wien ist es so, dass es mannigfaltige Möglichkeiten gibt. Einerseits, wir haben eine E-Mail eingerichtet, ein Service-Desk, wir haben eine Hotline eingerichtet, und so kann direkt mit dem Datenschutzbeauftragten in Kontakt getreten werden. Grundsätzlich ist es so, dass auch die Ethikkommission personenbezogene Daten verarbeitet, in der Regel immer, wenn Ansuchen, Anträge gestellt werden, und auch die Ethikkommission hat sich entsprechend an die Datenschutzgrundverordnung zu halten. Und daher sind wir auch für die Ethikkommission in beratender Funktion tätig. Wie lang können Daten aufbewahrt werden? Wie sind diese Daten aufzubewahren? Und welche Rechtsgrundlagen sind bestenfalls heranzuziehen in Verbindung, ja, mit einer Anfrage beispielsweise, wenn jetzt ein Studierender Dissertation beispielsweise begutachten lässt
und personenbezogene Daten verarbeitet und mehrere Möglichkeiten hat, aus datenschutzrechtlicher Sicht Daten zu verarbeiten, sind wir beispielsweise dafür da, um zu sagen, naja, aus Sicht der Ethikkommission ist es vielleicht besser, dass eine Einwilligung herangezogen wird, als dass die gesetzliche Grundlage da verwendet. Jein, sagen wir mal. Ja. Nur wenn tatsächlich Fragestellungen sind, datenschutzrechtliche Fragestellungen, die jetzt von der Ethikkommission per se nicht beantwortet werden können. Gut, es ist so, jetzt müssen wir ein bisschen umschwenken, vielleicht von der DSGVO weg, und zwar in die nationale Gesetzgebung. Und zwar in Österreich gibt es das sogenannte Forschungsorganisationsgesetz. Und dieses Gesetz hat sehr viele Regelungen in Verbindung mit Verarbeitung von personenbezogenen Daten als in der Funktion als Forscherin und Forscher. Und in dem Zusammenhang gibt es die Möglichkeit, wenn entsprechend eine Arbeit verfasst wurde, dass man die Daten, die personenbezogenen Daten, die dort verarbeitet wurden, länger aufbewahrt, um gerade eben seine Thesen zu verteidigen. Und somit ist es möglich, dass diese Daten, diese personenbezogenen Daten, weitergegeben werden. Jedoch, ja, es ist jetzt die Frage an unterschiedliche Dritte. Ja. Ich würde jetzt nicht per se sagen, dass es an irgendwelche sonstige Dritte weitergegeben werden darf, aber vielleicht an irgendein Journal, was wirklich einen Wert hat in der Wissenschaft, wo man seine These verteidigen kann und auch beweisen kann. Ja. Da sehe ich es durchaus als gerechtfertigt, die Daten weiterzugeben, aber an sonstige Dritte, das müsste man auf den Einzelfall abstellen, wer das dann ist. Also ich würde jetzt nicht pauschal sagen, es darf weitergegeben werden, aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit. Und es besteht auch die Möglichkeit, diese Daten eben bis zu 30 Jahre aufzubewahren. Naja, für die Weitergabe per se, für die Verarbeitung, das Forschungsorganisationsgesetz verlangt, dass besondere, dass erhöhte Sicherheitsmaßnahmen beispielsweise da sind. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz muss entsprechend eingehalten werden bei der Aufbewahrung und natürlich dann auch bei der Übermittlung. Wie wird übermittelt? Ja, hat der Empfänger auch die Möglichkeit, das entsprechend zu schützen? Protokollierungspflichten. Ja, man sollte, ja, wenn möglich, ja, die Daten pseudonymisiert aufbewahren, dass man nur selbst mehr einen Schlüssel hat. Also grundsätzlich sind erhöhte Datensicherheitsmaßnahmen einzuhalten, aber unser Grundsatz ist, selbst wenn es sich nicht um Daten in Verbindung mit dem Forschungsorganisationsgesetz handelt, sollten immer erhöhte Datensicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, was eben möglich ist, was vertretbar ist. Aber das FOG, das ist die Abkürzung dazu, verlangt erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Unsere Empfehlung ist, wenn möglich, pseudonymisieren, ja, am frühestmöglichen Zeitpunkt, da es dadurch doch den Datenschutz erheblich erhöht. Weil, Sie müssen sich vorstellen, es können diese Daten gehackt werden, man kann diese Daten auf mittelfristig auf einem dezentralen Speichermedium gespeichert haben, das Speichermedium kann gestohlen worden sein. Wenn die Daten pseudonymisiert sind, ist das eine erhöhte Form von Sicherheit. Anonymisierung natürlich ist die bestmögliche Form, weil dann gilt der Datenschutz nicht mehr und dann kann auch der betroffenen Person nichts mehr passieren. Ja? Das bedeutet einfach, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Forscher sämtliche seiner Daten oder sämtliche seine Ergebnisse aus anonymisierten Daten erlangen kann, schlage ich vor, sofort die Daten zu anonymisieren. Ansonsten, wenn möglich, zu pseudonymisieren. Aber wirklich am frühestmöglichen Zeitpunkt. Wie bereits in der vorigen Frage angeführt, sind eben erhöhte Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, wie beispielsweise eine Protokollierungspflicht, eine erhöhte Datensicherheitsmaßnahmen. Der Hinweis dazu, dass man sich auf das FOG bezieht oder was wir als sehr wichtig empfinden, ist natürlich auch die Transparenz.
die generell bei der Datenverarbeitung immer bestehen soll, dass die betroffene Person einfach informiert wird, wie mit den Daten umgegangen wird. Selbst wenn das jetzt die Datenschutzgrundverordnung beispielsweise gar nicht verlangt, wenn es eine gesetzliche Grundlage gibt, dass entsprechend informiert wird, schlagen wir trotzdem vor zu informieren, weil die Transparenz ist auch ein Grundsatz in der Datenschutzgrundverordnung und unseres Erachtens eines der wesentlichen Punkte, weil da weiß die betroffene Person, wie die Daten verarbeitet werden. Und wie lang können diese Daten aufbewahrt bleiben? Natürlich hängt es auch davon ab, welche Rechtsgrundlage herangezogen wird. Ja? Aber nimmt man das Forschungsorganisationsgesetz jetzt oder zieht man dieses heran, können die Daten in der Regel unbefristet verarbeitet werden, wenn die Grundsätze des FOG eingehalten. Also in dem Zusammenhang wird wohl wieder das Forschungsorganisationsgesetz zur Anwendung kommen und der Wissenschaftler darf, die Wissenschaftlerin darf Videoaufnahmen von Probanden verarbeiten, aber es sollte auch in diesem Zusammenhang entsprechend informiert werden, was passiert mit diesen Daten, ja, wie lange werde ich diese Daten aufbewahren und was mache ich nach dieser Study, die ich jetzt wahrscheinlich angeben werde, wofür ich diese Daten verwende, was mache ich mit den Daten danach, übermittle ich sie beispielsweise an andere Forschungseinrichtungen etc. Ja, natürlich. Wir haben, die Universität Wien hat im Intranet einen Reiter mit DSGVO, also im Intranet, wo alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugreifen können der Universität Wien, wo wir reichliche Vorlagen haben, beispielsweise Einwilligungserklärung und das alles auch immer in deutscher und in englischer Sprache.